Die Ita fliegt trotz eines Remplers in New York nach Hause. Dann gibt es in München ein Koffer-Nirvana, aber das gibt es irgendwie an jedem Flughafen gefühlt. Flughafen-Chaos in ganz Europa, Marriott Suite Night Awards. Ja, die Gutschrift war doch gar nicht so ernst gemeint von Marriott. Habe ich gedacht, scheiße. Und dann geht es natürlich weiter. Wir haben für euch Dealzone. In der Dealzone haben wir einen Deal nach ja, Dubai. Dubai ist eigentlich immer ein guter Deal wert. Ich weiß nicht, warum Dubai immer ein Deal ist. Dubai ist immer gut. Haben wir noch ein paar Themen? Nee, doch, Nachhaltigkeit haben wir auch noch, aber ohne Geschäftsreisende. Ja. Also, ja. Nee, so. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Wie immer für euch hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute bringen wir euch natürlich die neuesten Aviation News. Die Themen, sie werden irgendwie monothematisch, habe ich das Gefühl. Aber nun gut, was willst du machen? So sind die Zeiten. Dann natürlich auch, wenn wir monothematisch sind, aber hoffentlich nicht langweilig, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und zu kommentieren, ganz genau. Das erste Thema, und da gehen wir direkt, Stammtisch haben wir auch noch, Mensch, ganz vergessen, Stammtisch, 21. Juli in Berlin im Grand Hyatt. Ich sage es rechtzeitig, damit es hier wieder kein Geheule gibt, weil ich wurde ja immer wieder kritisiert, dass ich zu spontan bin. Wenn ich sage, in 20 Minuten geht's los. Also insofern habe ich jetzt die Zeit auf 3 Wochen circa erhöht. Und wir versuchen dann am 22.07. wahrscheinlich auch in München Stammtisch. Wie immer bei schönem Wetter im Augustinerkeller. WhatsApp-Gruppen sind unten in der Kommentarspalte. Da könnt ihr euch dann anmelden. Da gibt's wie immer alle Details. Jetzt geht es aber los. Und zwar Community. Es gab den Wunsch, dass wir das Thema aufnehmen. ITA fliegt nach Kollision in New York. Nach Hause. Ja, so muss man das sagen. Und ich hatte es erstmal nicht als Thema genommen, weil ich das doch, als nicht so als Non-Event gesehen habe. Aber da ihr es als Event seht, wollen wir da einfach mal drauf eingehen. Und wollen wir einfach mal so den Funkverkehr vorlesen? Mario, du spielst Tower und ich spiele. Ja, ist gut. Wer möchtest du sein? Das kann man natürlich machen. Das können wir natürlich machen. Wir brauchen eigentlich noch einen dritten, weil der Eierfranke, also die Air France, die müsste ja auch noch von jemandem gespielt werden. Sehr gut. Also ich versuche da mit verschiedenen Stimmlagen zu sprechen. Ich versuche jetzt einfach mal die Alitalia. Muss anfangen. Das ist ja, glaube ich, der erste. Der Anfang ist, glaube ich, hier Eierfranke. Ja, der Eierfranke sagt, wir stehen an Position 9. Gerade hat uns eine Alitalia passiert und unser Flugzeug gestreift. Sagen Sie denen, sie sollen keinenfalls abheben. Und der Groundlotse hakt nach und sagt, es wäre besser, den Start zu unterbinden. Und dann geht das weiter. Wo sind Sie, Alitalia? Du bist wieder dran. Und dann, das ist Air France 008. Wir haben einen Schaden an unserem Flugzeug von einer Alitalia, die an Position 9 hinter uns vorbeigerollt ist. Sind Sie sicher, dass es eine Alitalia war? Ja, das war Alitalia. Air France, wo stehen Sie? Angeht Numero 9. Ja, so ging das ganze Spiel weiter und ihr merkt, man hatte sie auch Alitalia genannt, ich hatte sie auch Alitalia genannt und es gab dann in einer Art und Weise ein bisschen Konfusion und dann gab es eine Kommunikation zwischen der ITA, also aka Alitalia, und der im Steigflug befindlich, also der, die Maschine war im Steigflug und dem Tower. Ja. Und dann ging das weiter. Air France sagt, dass sie beim Taxiing gestreift habt. Nimmt ihr am Flugzeug einen Schaden wahr? Negativ, Sir. Das war ITA 611 und dann JFK Tower. Alles klar, ich wollte nur nachfragen und mal so sicher gehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Einmal natürlich, was ist passiert? Die Alitalia-Maschine oder ITA-Maschine kommuniziert am Boden mit Ground Handling.
Und in dem Moment, wo Sie mit Ground sprechen, sind Sie natürlich auf einer anderen Frequenz als mit dem Tower. Dann sind die anscheinend bei den Kollegen der Air France reingeschippert, wobei ich mich wundere, dass man das in dem anderen Flieger nicht gemerkt hat, weil rein theoretisch merkst du sowas schon. Jeder weiß das ja beim Auffahrunfall. Merkst du schon, wenn du gegenhaust, gegen die Hülle, merkst du ja. Also Mario macht das regelmäßig, deshalb werden die Leute im Cockpit gleich. Und nachdem sie dann weitergerollt sind, sind sie dann von Ground auf den Tower gegangen, weil sie dann ihren Start-up gemacht haben. Und als dann die Air France mit dem Ground kommuniziert hat, war Alitalia oder ITA schon aus dem Funkverkehr raus, ist dann quasi schon mit Startfreigabe vom Tower besehen gewesen und gestartet. Und weil diese Konfusion da einfach war, haben sie sich da nicht so kommuniziert. Wobei Ground normalerweise mit dem Tower, die sitzen gar nicht so weit auseinander, wenn man das ehrlicherweise sich anguckt. Das sind teilweise auch Kollegen, die in einem Raum sein können. Also insofern, kurios bleiben zwei Dinge. Das eine ist, dass diese Kommunikation so lange gedauert hat, und das nächste ist, dass die Italiener einfach weitergeflogen sind. Also ich sag mal so, wenn du im Steigflug bist und du kriegst mitgeteilt, kann sein, dass wir da deine Hülle gestreift haben, wäre ein Moment, wo man sagt, wir fliegen zurück, wir gucken uns den Scheiß mal an. Wenn man sich das weiter anguckt, die ITA ist ja 46 Stunden dann am Boden geblieben. Aber man weiß ja nicht, was da gemacht worden ist. Ne? Also hat man Schaden festgestellt? Gute Frage, Weiß ich nicht, vielleicht hatten die Piloten gedacht, verdammt, wir haben noch genug Duct Tape an Bord, Panzerband, das kriegen wir alle schon gefixt. Ist nur ein Lackschaden, keine Ahnung. Also ich gebe dir völlig recht, Safety first. Normalerweise sollte man da so schnell als möglich wieder den Flughafen anfliegen, ne? Ja, bei dir gibt es Disco, und des Weiteren ist es so, dass am 17. Juni der letzte, und da war der Vorfall, die letzte Bewegung von der Air France-Maschine war, und die steht immer noch am Boden. Also insofern, bei Air France ist wohl mehr kaputt, oder man ist da etwas vorsichtiger als der Italiener im Allgemeinen, um so ein paar Klischees mal wieder zu bedienen. Ja, sagt ihr doch mal, wie ihr das findet, ob ihr nicht da ein mulmiges Gefühl habt. Ja gut, ihr hättet es ja als Passagier wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Oder ihr hättet sogar den Rempler mitbekommen. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich weiß es nicht. Also ehrlicherweise, wenn ich nichts mitbekommen hätte, wäre ich auch tiefenentspannt gewesen. Aber im Nachhinein wäre mir dann wahrscheinlich schon der Kackstift gegangen, um das mal so provokativ zu formulieren. Ich weiß es nicht. In der Tat. Aber ihr merkt, wenn ihr Themen habt, meldet sie uns. Wir nehmen sie dann auch gerne auf und besprechen das dann etwas genauer. Ein weiteres Thema, was wir genauer besprechen, ist Nachhaltigkeit. Ich weiß, wenn ihr sagt, hey, Vielflieger und Nachhaltigkeit, ich habe da auch diese Woche verschiedenste Diskussionen gehabt mit der Nachhaltigkeit. Und ich habe das ja auch gesehen bei den Kollegen von Frankfurt Flyer, wo die Leute einfach da draufgehauen haben mit ihrer Aktion, wo sie mit vier verschiedenen Jungs nach New York geflogen sind, also in vier verschiedenen Klassen, um es nochmal genau zu sagen, was übrigens eine coole Geschichte ist. Guckt euch das gerne mal an. Leute, Vielfliegen wird nie nachhaltig sein. Da brauchen wir uns keine Also da brauchen wir uns, das geht nicht. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. So einfach ist das im Leben. Auch jetzt diese ganze Geschichte mit Kompensation halte ich für schwierig, weil Mario, wie viele Bäume müssen wir eigentlich pflanzen jedes Jahr? Ich meine, wir kompensieren ja Firmenflüge von FT Circle, aber jawohl. Ganz so ist das jetzt auch nicht. Ja, sind reichlich. Nee, sind reichlich. Ich pflanze ja, was das Zeug hält. Aber am Ende wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen können, sozusagen das 1:1 zu kompensieren. Das geht dann tatsächlich nur mit nachhaltigem Flugbenzin. Aber zumindest kann man ja was tun. Aber woraus du hinaus wolltest, ist ja, dass bei Geschäftsreisen dieses Thema Nachhaltigkeit noch nicht so ganz angekommen ist. Ganz genau. Also viele Firmen sind halt nachhaltig oder vordergründig nachhaltig. Lufthansa zum Beispiel, wenn da Geschäftsreisen sind, die werden ja auch alle kompensiert. Aber wenn man bei den Firmen nachfragt, dann sagt man, knapp die Hälfte der Befragten, 48%, geht nach Erkenntnissen der Umfrage unter den 111 Top-Managern in Deutschland, darunter CEOs, Finanz- und Vertriebschefs, davon aus, dass sich die Priorisierung auch in den nächsten 2 bis 5 Jahren nicht ändern wird. Also das heißt, dass über 20%, also jeder Fünfte,
da nicht umdenken wird oder da irgendwas macht. Warum? Ganz einfach. Für die Leute ist der Preis wichtiger als das Nachhaltige. Und das muss man irgendwo ja auch verstehen, weil die Firmen müssen ja auch Geld verdienen. Also insofern finde ich das schon interessant. Fast jeder Zweite ist bereit, 10% mehr für Dienstreisen auszugeben, um diese ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Über 20%, immerhin 5% mehr investieren, würden mehr investieren. Jeder Sechste Befragte sogar 20% mehr. Mario, wie ist das in deinen Augen? Kennst du das aus deinem Umkreis in den Firmen, dass die da auch nachhaltig sind? Oder ist das einfach nur so ein Feigenblatt, wo man einfach sagt, gut, das ist jetzt so, im Jahresbericht müssen wir halt Nachhaltigkeit einfach sagen, weil das Volk das will. Aber ob das jetzt stimmt oder sowas, ist jetzt Wumpe. Ja und nein. Also insgesamt gesehen, was die Unternehmen angeht, ist das Thema Nachhaltigkeit schon ein sehr großes Thema und wird auch nicht nur so als Feigenblatt mehr oder weniger umgesetzt, sondern tatsächlich auch mit durchaus mit viel Herzblut. Nur ich glaube, das Fliegen haben oder Dienstreisen haben einige noch nicht auf dem Schirm. Gut, wenn ich mit der Bahn fahre, fahre ich hauptsächlich mit dem ICE. Das soll ja angeblich auch 100% Ökostrom sein. Alles gut. Ich bin ja relativ häufig mit der Bahn unterwegs, auch wenn es schwerfällt manchmal. Aber bei der Nachhaltigkeit, was dem Fliegen angeht, ist halt immer die Frage, denn gerade als Geschäftsreisender, also wenn die Nachhaltigkeit, wenn du so und so viel Prozent vom Ticketpreis für die Nachhaltigkeit ausgeben musst, ist das bei Geschäftsreisen natürlich manchmal problematisch, weil das weißt du selber, wenn du sehr kurzfristig buchen musst, weil du erst einen kurzfristigen Termin hast, sind natürlich die Ticketpreise in der Regel sehr hoch, weil dann nur noch die teuren Buchungsklassen da sind. Und wenn du dann prozentual vom Ticketpreis quasi einen Ausgleich bezahlen muss, dann ist das schwierig. Also wenn, dann müsste der Ausgleich natürlich immer gleich hoch sein, egal ob du ein teures oder ein günstiges Ticket kaufst. Ne? Ja, weil die CO2-Ressourcen, die du verschwendest oder benutzt, egal wie man es formuliert, sind ja immer dieselben. Da interessiert das eigentlich sogar das nicht. So. Das Einzige, was halt ein Unterschied ist, ist halt, wie viel Fläche man im Flugzeug benutzt. Darüber kann man das dann ausrechnen und sagen, hey, mein Anteil ist in der Business Class und der First Class natürlich wesentlich höher als von jemandem, der in der Economy sitzt. Ja. Muss man ja der Ehrlichkeit haben. Aber auch da hast du ja. Das ist ohne Frage so. Dann gibt es Koffer-Nirvanas. Wir kennen das ja alle, dass Koffer nicht ankommen. Es gibt da auch Koffer, die verschwinden. Ich hatte ja Anfang des Jahres mal so einen Test mit dem AirTag gemacht. Und hatte mal geschaut, ob man so einen Koffer tracken kann mit dem AirTag, was wunderbar funktioniert übrigens. Das war auf dem Flug von Tallinn über Stockholm nach, es war sogar über Helsinki. Tallinn, Helsinki, Stockholm, Los Angeles. Und das funktionierte wunderbar. Allerdings haben wir ja alle diese Themen am Flughafen mittlerweile noch und nöcher durchgekaut. Wenn wir Koffer abholen, kommen sie teilweise gar nicht an oder verspätet an. Jetzt ist es so, dass es in München 3.000 Koffer, und ich gehe davon aus, dass das, während wir das hier jetzt senden, noch mehr Koffer werden, die schon eine Woche nach ihrem Zwischenstopp am Münchner Flughafen immer noch nicht an die Kunden ausgeliefert ist. Und die Lufthansa hat am Freitag mitgeteilt, es ist richtig, dass seit letzten Wochenende rund 3.000 Gepäckstücke in München erlagern. Gründe sind Gewitter. Lagern ist gut. Ja, lagern ist gut. Gewitter und so weiter. Erinnert euch vielleicht an einen Thumbnail, was ich gemacht hatte. Da sah man ja auch in London die Koffer da stehen. Das ist jetzt kein Problem, was Lufthansa alleine hat. Gott sei Dank ist es halt nicht so, dass man wie bei British Airways mal der Meinung war, dass man die nach Italien bringt und dort verbrennt. Also das ist ja auch so eine Geschichte gewesen. Und Lufthansa sagt auch, wir entschuldigen uns bei unseren Gästen und arbeiten rund um die Uhr mit Hochdruck dran, um ihnen ihr Gepäck zuzustellen. Muss man sich jetzt natürlich nicht so vorstellen, dass Carsten Spohr in München jetzt am Flughafen Koffer packt fährt er ein BMW oder fährt er Mercedes, in den Kofferraum und dann ab nach Hamburg oder wohin auch immer. Aber es soll wohl angeblich ein Transport auf der Straße organisiert werden von München nach Hamburg. Ja. Krass. Krass. Also man hört das ja tatsächlich allenthalben. Und das Thema Flughafenchaos ist ja auch in allen Medien. Und ich erinnere mich, mein Haus- und Hofsender, den ich höre, da war das morgens auch Thema. Und da sollte man sich melden, wenn man halt auch von diesem Chaos irgendetwas
ja abbekommen hat oder involviert war. Und da berichtete ein Paar, die Story fand ich völlig abgefahren, die sind nach Kanada geflogen, wollten eine Kanada-Rundreise machen und die Koffer sind nicht mitgekommen. Also die sind auch nicht nachgeliefert worden. Und die haben dann sich da alles kaufen müssen. Die wollten wohl auch Tracking machen, das war auch gar nicht so billig. Und sind dann nach 2 Wochen wieder zurück und an dem Ausgangsflughafen, wo sie losgeflogen sind, standen tatsächlich auch in einem solchen großen Koffer mehr die beiden Koffer derjenigen, die vor 2 Wochen weggeflogen sind. Ich kann das kaum glauben, aber die haben sich dann ihre Koffer geschnappt und sind nach Hause gefahren. Also unglaublich, wenn diese Story stimmt, dann muss man in diesem Reisesommer, glaube ich, sehr starke Nerven haben. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was euch in letzter Zeit so passiert ist. Ob ihr noch einen Koffer sucht, ob ein Koffer bei euch abhandengekommen ist. Spannende Geschichten. Oder habt ihr noch einen Koffer in Berlin? Ja. Oder fliegt ihr noch oder kommt der Koffer schon? Oder wie heißt die Werbung bei IKEA? Ja, genau. Das ist natürlich unübersehbar, dass wir Streik- und Personalmangel haben und die Flugreisen in Europa sind von diesem Chaos durchzogen. Das ist ja fast mehr Programm als irgendwie eine Nebenerscheinung, dass man Stress hat. Und die Bilder, die man von Düsseldorf, von Köln, aber auch von Frankfurt sieht, ich habe ja auch diese Passagiere sind Tiere-Szenerie gemacht. Das ist halt in meinen Augen ein Riesenproblem. Und gerade auch Flughäfen Athen, London, Madrid, Paris, die haben Flugausfälle und ich werde euch gleich auch mal erklären, was gestern in Frankfurt los war. Und die Bundesregierung setzt nun eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe ein, um so schnell wie möglich eine Lücke auf den deutschen Airports, die sich da aufgemacht hat, zu schließen und zwar mit beschäftigen. Aber für die Sommerurlauber wird das ja nichts bringen. Also da kommt die Hilfe ja zu spät, oder? Nee. Ja, die kommt viel zu spät. Und ich weiß nicht, mit welcher Naivität da die ganzen Verantwortlichen geschlagen worden sind. Wir hatten das ja auch schon mehrmals thematisiert. Allen war klar, dass Personal fehlt, weil man ihr Personal abgebaut hat. Das werden ja wohl weder die Flughafenbetreiber noch die Fluggesellschaften vergessen haben, dass sie in der Corona-Zeit ordentlich Leute freigestellt haben. Und sie werden auch nicht vergessen haben, dass es schon im letzten Sommer zu einem Peak in der Reisetätigkeit kam. Und man hat festgestellt, dass es schon in den Osterferien vor einigen Monaten ordentlich abging, wo man schon Probleme hatte. Also spätestens da muss man doch gemerkt haben, dass im Sommer da eine Riesenwelle auf uns zukommt. Und jetzt erst so eine Arbeitsgruppe zu bilden, ist meines Erachtens komplettes Politikversagen. Also das hätte man, da musste man nun wirklich nicht besonders weise sein, um vorauszusehen, dass dieser Sommer chaotisch wird. Also, und jetzt haben wir den Salat. Ja, vor allem, wenn man das sich mal anguckt, in Frankfurt sind gestern 75 Flüge einfach mal gecancelt worden. Und das alleine nur in Frankfurt bis zum Nachmittag. Und dann ist dieser Ausnahmezustand, der dort herrscht, ein Normal. Das heißt, also die Bundespolizei hat eingreifen müssen, um Schalter zu retten. Und es sind angeblich muss ich sagen, weil ich es nicht verifizieren konnte, wieder diese Automaten zerstört worden. 2 Stück diesmal. Ich meine, man kann so einen Check-in-Automaten ja nicht mögen und so weiter, aber es ist halt ein Riesenproblem. In München ist die Lage etwas entspannter. Und ich sage hier auch ganz bewusst etwas, weil dann kommen wieder die Leute, ja, in München ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Logisch, in München ist nicht alles Gold, was glänzt. Und man muss das halt einfach so sagen. Aber diese Probleme, die sich da auftun, haben ja auch noch ganz andere Auswirkungen, wenn man sich das ganz genau anguckt. Ja. Und diese ganzen Geschichten, die da passieren, wir werden in der morgigen Ausgabe Lufthansa Update da noch mal ein bisschen drauf eingehen, dass Lufthansa jetzt proaktiv Plätze frei hält, indem sie die Ticketpreise erhöhen. Und ich werde auch erklären, warum man die Ticketpreise erhöht und nicht einfach alles zumacht. Ja, hat halt das Problem, dass wenn ihr Crew habt, die shutteln, es gibt ja viele Crews, die entweder aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in München oder Frankfurt leben wollen oder aber auch viele, die sich gar nicht leisten können. Das heißt also, sie können gar nicht mehr zu ihrem Dienstort fliegen. Und das ist halt ein Riesenproblem. In Frankfurt war dann gestern auch noch mal richtig Gas, was da war. Und zwar, was da passiert ist, ist Folgendes. Da ist es dann so gewesen, dass man den IT-Ausfall noch hatte,
Ja, also Lufthansa hat einen IT-Ausfall gehabt und dann natürlich auch irgendwann den Check-in komplett zugemacht hat. Und da sind die Probleme eher, und so ist die Aussage von Frankfurt aus der internen Gruppe, ich darf da leider nicht O-Ton zitieren oder was zeigen, aber man sagt, die Security wäre okay, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist halt wirklich die Abfertigung. Und das hat dann natürlich noch weitere Folgen. Und da sind wir dann schon wieder beim nächsten Thema. Mario, möchtest du da mal zu was sagen, was da bei den lustigen Luft-Cargo-Jungs unterwegs ist? Ja, also wer von euch ein dringendes Paket aus China oder dergleichen erwartet, was per Luftfracht kommt, könnte sein, dass er etwas länger warten muss, denn der Flughafen Frankfurt schränkt auch die Abfertigung von Luftfracht ein, weil man die Leute, die man auch in der Fracht hat, im Moment temporär rüberschiebt zur Passagierabfertigung, also ich nehme an Koffer sortieren oder was auch immer. Und man kann diesbezüglich am Frankfurter Flughafen halt diese extremen Peaks der Luftfracht nicht mehr bewältigen. Und das betrifft natürlich in erster Linie in Frankfurt die Lufthansa Cargo. Und man hat wohl auch mit denen geredet, um das irgendwie zu entschärfen. Aber jetzt haben wir auch in der Sparte, die ja auch während Corona ziemlich gut lief, nämlich die Luftfracht oder die Frachtbranche allgemein, haben wir auch Probleme, weil wir einfach keine Leute haben, um die Cargo-Flieger abzufertigen. Ja, und das ist natürlich, jetzt wird es natürlich dann ganz bitter, nicht? Also wir haben ja auch bei der Seefahrt Riesenprobleme, weil die Containerschiffe nicht abgefertigt werden in China. Und jetzt kommt auch noch die Luftfracht dazu, die dann bei uns nicht abgefertigt werden kann. Es ist ein Chaos-Sommer. Ich hoffe, du erwartest nichts Dringendes aus Fernost oder den USA. Ja, Gott sei Dank sind ja die großen Frachthubs von DHL oder so weiter nicht in Frankfurt, sondern über Leipzig oder aber über Köln für UPS oder Sachen, die ich aus China bekommen habe. Zum Beispiel die Tastatur hier, die sind über Amsterdam gekommen. Also insofern da weniger Schmerzen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon signifikant, wenn man auf etwas verzichtet, wo man richtig Geld mit verdient hat. Also das ist schon krass. Für Lufthansa ist das auch ein absoluter Albtraum, ganz einfach deshalb, weil die Lufthansa da ihr Hub hat. Was will sie da machen? Also wie soll das funktionieren? Ja, ich sage ja immer, hast kein Glück, kommt Pech auch noch dazu. Also das ist leider so. Genauso ist es uns gegangen als Freunde von Marriott Bonvoy. Und hier sind Leute wieder in ihren Augen vielleicht gebonvoyt worden. Und zwar, was passiert ist, ist Folgendes. Am 30. Juni sind die Sweet Night Upgrades, die sogenannten SNA, ungültig geworden, wenn ihr die nicht benutzt habt. Ich selber hatte auch welche und habe gedacht, boah, geil, die sind verlängert worden. Ne? 31.12., das ist ja mal super kulant, das ist ja mal super geil. Aber ja, Marriott hat Folgendes geschrieben. Wir haben festgestellt, dass eine limitierte Anzahl an Sweet Night Awards bei Mitgliederkonten, diese eigentlich gestern hätten, ja, das war der 30. Juni, also vorgestern, hätten ungültig werden sollen, sind irgendwie verlängert worden bis zum 31. Dezember. Wir haben jetzt den Prozess gestartet, diese Konten zu updaten, und dass die Mitglieder, die eine Verlängerung bekommen haben, dass diese einfach wieder rückgängig gemacht wird. Und zwar expiring these Sweet Night Awards as planned, wie der Engländer so schön sagt. Naja, auf jeden Fall, man hat sich jetzt nochmal entschuldigt für die Confusion und Inconvenience. Aber was muss man ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ihr schon Skripte laufen lasst auf eurer Datenbank, dann müsst ihr auch gucken, dass die auch nicht entweder ausgestellt werden oder halt auch ordentlich ist. Und ehrlicherweise sage ich mal so, diese Sweet Night Awards, die jetzt einfach nochmal jetzt nachträglich wieder als ungültig zu machen, ich finde das einfach kniepig, ich finde das kleinkariert. Ja. Und damit sieht man eigentlich auch, so, wie Marriott ist. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Marriott eigentlich als Lifetime Titanium, ich betone es immer wieder, ich bin Lifetime Titanium bei denen. Ein Status, den man nicht mehr bekommen kann.
Und warum das Ganze? Weil ich sie einfach nicht mehr mag. Früher habe ich Starwood geliebt, aber seit die bei Merit reingegangen sind, scheißen Dreck. So, Hyatt, ja. Oh, deutlich. Sorry. Deutliche Worte des Herrn Corsten. Tut mir leid, ich bin manchmal etwas... Ja, ist ja gut. Ich komme dann aus mir raus. Ist ja gut. Ja. Ja. Dear Zone. Ja, komm. Dear Zone. Genau. Wir müssen mal zum Ende kommen, sonst hört keiner mehr zu, eher nach fast einer halben Stunde. Aber Deal Zone ist natürlich lohnenswert. Das ist richtig, Deal Zone. Machen wir auch ganz schnell. Premium Economy von London nach Dubai. Und zwar mit der Swiss in der Premium Economy. 500 und ein paar kaputte, 550 Euro und ein bisschen, glaube ich. Und zwar von London City oder London Heathrow nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Buchungsklasse ist N und Y. Logischerweise ist der Zubringer in Y. Und ja. Restriktionen gibt es keine. 30 Tage vor Abflug muss man diese machen. 6 Tage ist der Minimumaufenthalt, 12 Monate der Maximum. Ein Stopover in jeder Richtung ist erlaubt. Kostet dann irgendwie so roundabout 60 bis 70 Euro pro Strecke. Das Ticket ist natürlich wie immer nicht erstattbar und natürlich auch keine Änderungen da erlaubt. Nee, doch Änderung erlaubt, aber gegen Fair Difference. So ist es richtig. Ja. Und wenn man jetzt London nach Zürich und dann weiter nach Dubai fliegt, dann wollt ihr natürlich auch wissen, wie viel Meilen ihr bekommt für die ganze Bude. Bei Miles & More gibt es für das Ganze 8.424 Meilen plus 1,5% Zuschlag. Aber denkt dran, keine Honmeilen. Das ist ein reiner Zen-Ran-Flug, wenn ihr das machen wollt. Oder aber bei Scandinavian Airlines gibt es nur 1200 Meilen. Also insofern müsst ihr da überlegen, wo ihr das gutschreiben lasst. Bei Where to Credit könnt ihr nachschauen, wie wir nachschauen. Ich habe jetzt das Ganze hier einfach mal in gefühlten 25 Sekunden durchgezogen. Sag einfach an dieser Stelle danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und der heutigen Sendung. Mario ist ganz glücklich. Wenn ihr so eine Kappe haben wollt, solltet ihr Bescheid sagen. Dann müsst ihr euch eine Farbe aussuchen. Mario muss sich auch noch eine Farbe aussuchen. Und abonnieren, Glocke anmachen, kommentieren und liken. Ganz wichtig. Und wir sagen einfach nur Tschüss. Tschüss. Danke.